Ja, hallo, willkommen zurück in der 51. Folge von Nioh. In der Mission Die aufsteigenden Schatten ist eine Nebenaufgabe. Ich bin 6 Level unter der Missionsherausforderung, also der vorgegebenen Stufe. Ich bin gespannt, ob ich in der Lage bin, das zu schaffen. Ist dieselbe Map wie eben in der Hauptmission, die Burg. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen an, was für Späßchen uns hier erwarten. Das muss man eigentlich genau machen. Die Gesetzlosen besiegen. Klingt ein bisschen nach Banditen. Ach, ich wollte aber noch die neuen Schwerter ausprobieren hier. Hab ja so noch nie damit gekämpft eigentlich. Machen schon. Böse Aua. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ist das ein Elixier gewesen? Mitnehmen. Ja, das macht schon richtig böse. Au, au. Das gefällt mir. Sollte vielleicht mal noch ein paar Fähigkeiten erlernen für das Doppelkatana. Ja, ich kann damit auch nicht so 100% umgehen. Ja gut, das kann ich natürlich mit keiner Waffe, ich weiß, aber mit der besonders wenig. Aha. Was ist das doch für eine Freakshow? Na, noch ein bisschen hoch und... So, jetzt du, mein Freund. Ja, macht schon Spaß mit den Doppelspalten, wirklich. Dann kann ich den Fight hier umgehen. Ne? Aber ich glaube, ich mache trotzdem. Boah. Knappe Kiste. Jetzt ist der Weg wenigstens frei, falls ich sterben sollte. Bei meinem Glück ist das nämlich sehr wahrscheinlich. Ja.
Nicht töten. Puh, warum immer so viele Gegner gleichzeitig? Wieso muss das immer sein, dass da einer in der Ecke sitzt, während ein anderer mit mir auf dem Bogen? Sehr nervtötend. Ist die Oma immer noch da? Ne? Oh ja klar, dass ich ganz runter in die Scheiße Stinklochler muss. Ah, noch einer. Mist. Ah, jetzt kotzt er. Da kotzt er. Ey, jetzt hör mal auf damit. Das ist so gemein. Na kurz nochmal. So, okay. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Auch nicht. Da denke ich mal, ich bin dem Gegner voraus. Nö, bist keiner. Ja, ein Hoch auf die Knarre. Bestes Werkzeug hier. Kotzter. Oh, ich habe sogar drei von denen, sehe ich gerade. Drei ist nicht gut. Zwei von denen sind ja schon ein Problem.
Puh, ist sehr anstrengend. Na, okay. Ich setze zum Vor... Ah doch, hier ist Wasser. Frisch, rum, fröhlich, frei. Na, ich will mal Hallo sagen. Oh, nicht noch welche. Die haben übelst HP. Also wirklich übelst HP. Ja, das ist die Abkürzung wieder zum Start. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Na, wo geht dann hier die Party ab? Da sitzt aber einer. Da bin ich ganz sicher. Ja, ja, ja. Das habe ich wieder fein hinbekommen. Ist ein sau weiter Weg dahin. Ein richtig weiter Weg. Ach, muss ja da lang. Scheiß Dreck da. Diese blöden Pissnelken haben mich echt gekillt. Ja. Daneben! Mist. Das geht anscheinend nicht. Dass einer hoch und einer runter klettert. Da ist die KI überfordert. Nee, nee, nicht doch mal töten. Gar keinen Fall nochmal töten. Ja, die war richtig smoothie und gemütlich jetzt. Ja. Aber ich könnte ja auch eigentlich. Ne? Hab nämlich Angst um meine Amarita. Brauchst du noch nicht. Steht da ganz gemütlich auf und hackt mich zu frei.
Das Ausdauermanagement mit den Waffen ist für mich noch arg kompliziert. Ich komme da wieder hoch. Anscheinend nicht. Nächstes Verlass, nimmt uns auf die KI. Lali, la la la, la la li, la la la. Mal will ich jetzt gleich wieder unten. Halt, ne, Moment, Moment, Moment. Da war was. Da waren auch wieder zwei. Na super. Pfeil und Bogen. Na? So, jetzt können wir da lang gehen. Es sind noch zwei Blobs hier unten, wenn ich mich nicht irre. Und ja noch Stinky. Na super, jetzt habe ich die ganze Bande an Terroristen an Hals. Muss ich erstmal nochmal loswerden. Kommt mal unter die Treppe, da mache ich so einen schönen. Nee, wollte er nicht. Bringen die sich gegenseitig um oder was? Ah ne, die werfen ihre Scheiße nach mir, ne? Ein bisschen warten, ein bisschen. Den Hate verlieren gegen mich. Normal verlieren Gegner ja irgendwann das Interesse an einem. Huch. Kommt nix. Das ist gut. Mal rausfinden, was passiert, wenn ich diesen Nebel hier aktiviere. Natürlich einer mit zwei Schwertern. Einer, der mich schön schnell zu Sushi machen kann. Kein Risiko mit dem. Ich hab keinen Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Wirklich nicht. Ja.
der lungert nur Bastard rum. Einer nach dem anderen. Ich bin irgendwo falsch abgebogen und jetzt. Ich möchte ja eigentlich zu der Stelle hin, wo ich eben gestorben bin. Scheinbar nicht ganz so einfach. Da hockt noch einer. Als ich eben hier um die Ecke bin, hat sie mich zerrissen. Da sind auch ein paar. Ich glaube, ich mache erst den Linia. Was? War es das? Was habe ich denn jetzt getan, dass das war? Die anderen beiden, die leben doch noch. Warum sind dann die gestorben? Und an was? Nicht an mir, oder? Ist immer wieder verblüffend, wenn so eine Mission so absolut abrupt endet, nach meiner Meinung. Aber gut, warum nicht? Gehen wir halt raus. Na, ich brauche dringend noch mehr XP. Man merkt, die Gegner sind viel zu stark für mich. Dafür müsste ich wesentlich besser spielen können. Ob ich das hinbekomme, das schauen wir mal in der nächsten Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bis demnächst.